Gut, wir sind nochmal glimpflich ausgegangen. Lysa. Die Kreatur wächst aus der Rinde dieses uralten Baums. Zuerst sieht sie aus wie ein neuer Zweig, doch dann entwickelt sie eindeutig eine weibliche Form. Ihre großen mandelförmigen Augen blicken wild und unergründlich. Ja, ist stark belaubt und ihre Haut sieht aus wie geschliffenes Holz. Und die hätte uns richtig übel aufgemischt. Gut. Ist hier überhaupt was? Nee, ne? Das war ein Weg da hinten. Der führt hier hoch zur Höhle. Gut. Ja, wir können uns nicht buffen. Ich darf mich nicht buffen. Bin froh, dass ich überhaupt mehr Stärke habe. Wow, 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 wow. Schreckenswölfe greifen an. Schlachtenglück. Okay, dann nicht. Geht alle sofort stehen bleiben. Alle sofort stehen bleiben. Es funktioniert überhaupt gar kein Zauber. Deswegen, also es ist ein Dauerzauberpatzer. Den Vertrauten konnte ich rufen. Lache aber daran, weil das ein Vertrauter ist und kein Zauber. Tja, es ist... Ich spreche mal häufig, damit ich nicht irgendwie aus Versehen sterbe oder so. Wie häufig kritische Treffer, ne? Schon der dritte in Folge. Ja gut, selbst ohne Buff zerreißen wir die. Schreckenswolfzahn. Ganz schön viele Wölfe hier. Chilla und Miri. Okay, da sind Leute. Das sind ja noch Halblinge, ne? Chilla ist eine hübsche junge Gnomfrau. Okay, Gnome. Sie hat helle Haare und trotz ihrer rauen Umgebung ordentlich gekleidet. Miri ist ein hübsches junges Gnomfrau mit ihren dunklen Haaren, rosigen Wangen. Und das gleiche, wie immer. Und wo bin ich jetzt gerade gelandet? Oh. Schau, Miri! Besuch! Ah, sieh an. Im Wald wimmelt es sich nicht nur von Gnomen. Sie scheinen auch noch eine ziemlich beeindruckende Insektensammlung zu haben. Okay. Habt ihr gesehen, was sich in Ember zugetragen hat? Aber ich frage mal erstmal, wer die sind. Ich bin Miri und das ist meine Schwester Jilla. Wir kamen aus Lantan, jenseits des Schwertermeeres hierher und entschieden uns zu bleiben. Ah, was führt euch her? Insekten natürlich. Die Stachelstechfliege und der Gelbspitzenkäfer. Im Dämmerwald wimmelt es davon. Es gibt dort viele neue Abarten, die wir noch nie gesehen haben. Ihr sammelt Insekten. Genau, wir studieren sie. Die 20 Stechfliegen, alle möglichen Käfer und Larven.
Wir haben hier im Dämmerwald sogar 4 neue Blattlausarten entdeckt. Hier ist es viel interessanter als in Lantern. Als es in Lantern hier war. Wir fangen sie, zeichnen sie, geben ihnen Namen und verpacken sie sauber und ordentlich, wie es sein muss. Alles hat seinen Platz, so ist das. Habt ihr gesehen, was sich in Ember zugetragen hat? Ember? Ist das nicht das Dorf der Menschen, Jilla, in dem wir erst kürzlich waren? Genau das, Miri. Da haben wir diese wunderbaren Hammelfleisch her. Nun, Ember wurde zerstört. Wisst ihr irgendetwas darüber? Zerstört? Nein, wir verlassen den Wald nur selten. Unsere Arbeit hält uns auf. Trab. In Lantan sagen sie immer, dass die ganze Insel könnte versinken. Und wir würden das nicht merken. Miri und Jilla haben nichts anderes als Insekten im Kopf. Hör doch, Jilla. Ember wurde niedergebrannt. Überall liegen Leichen herum. Von Schafen und Menschen. Wir sollten ihnen unseren Respekt erweisen. Findest du nicht? Ja. Diese Höhle war verlassen? Seltsam, dass ihr fragt. Als wir hier ankamen, lebte hier bereits eine Frau, nicht wahr, Miri? Ja, sie vertraut uns diesen Ort an und ging weg. Sie sagt, ihre Familie wäre weg oder getötet worden. Oder sie wollte in der Wildnis einen neuen Clan gründen. Darf ich mich ein wenig umsehen? Ehrlich gesagt wäre uns das nicht so recht. Wir möchten, dass alles so bleibt. Unsere Küsten, unsere Proben und natürlich unsere Insekten. Es wäre nicht gut, sie einfach so zu zertrampeln. Ja, Jilla. Es wäre besser, sie gehen. Und zwar bald. Der Dämmerwald mag keine Fremden. Ich würde mich auch gerne ein wenig in der Höhle umsehen. Punkt. Ich wollte noch das andere fragen. Dieser Ort ist gefährlich. Wie geht ihr den Wölfen aus dem Weg? Wölfe sind kein Problem, nicht wahr, Dischler? Kein Problem. Außerdem sind wir sicher. Sind wir sehr klein und keine Bedrohung. Vielleicht mögen sie uns sogar. Ist schon recht. Das klappt bützselig. Ich gehe in der Höhle rein. Ich möchte lieber rasten, bevor ich da reingehe. Auch wenn die Zauber nichts bringen, ich würde mein Leben voll haben. So. Wir gucken uns drin um. Auch hier gibt es Zauberpatzer. Ja. Mehr Wölfe. Können wir beim nächsten Mal mit ihm reden? Ja, du willst mit Wölfen reden. Alle sofort stehen bleiben. Alle sofort stehen bleiben. Alter, wenn die drei Nahkampftruppe raufschlägt. Wie groß ist denn der Baum? Naja, nicht ganz so groß. Okay. Mehr Wölfe umgeklatscht. Müllhaufen. Eine Leiche? Die haben eine Höhle hier und eine Leiche. Dieser arme Leichnam muss Bradbury sein. Seht, man erkennt ihn am Haar. Ja, stimmt. Warum sieht er so aus wie dieser... Wie dieses Stinktier aus... Ach. Dem einen Film. Ja, ich weiß, es ist ein Waschbär oder so, keine Ahnung. Wir wollten das nicht. Wir wollten es nie, aber das Blut, die Geruch, es erfüllt uns. Ja, Jilla, so ist es. Ihr beide seid also Werwölfe. Wie ist das passiert? Als wir aus dem Land ankamen, lebte hier eine Frau. Sie begrüßte uns, nahm uns auf und hörte uns zu, wie wir von Stechfliegen und Käfern sprachen. In der Nacht fiel sie über uns her. Sie biss uns beide, aber nicht tief genug, um uns zu töten. Sie wollte mehr ihrer Art erschaffen. Sie sagte, sie wäre die Letzte, der Letzte des Dämmerwaldrudels. Alle anderen waren gejagt und erschlagen worden. Oh, wo ist sie jetzt? Weg. Weit weg, vielleicht tot. Wir wissen es nicht. Wir versuchen uns von anderen fernzuhalten, wirklich. Wir jagen Tiere und wenn wir keine fangen, essen wir unsere Proben. Wir leben von Käfern und Larven. Aber wenn Fleisch in unsere Nähe kommt, dann erfüllt uns der Geruch und wir können nichts dagegen tun.
Das Blut, das warm die Kehle runterläuft. Der Geschmack von weichem Fleisch. Das ist so... Das ist so abartig, dass ihr Sand null Schaden macht. Werwölfe sind zahlreiche Wehrwesen auf Feron und haben eine komplexe Sozialstruktur. Einige... Oh Mann. Von ihnen leben zwar allein, doch die meisten begründen Gemeinden, die durch komplexe Rituale und Bräuche bestimmt sind. Und hier wahrscheinlich der gleiche Text, ne? Ja. Gut. Sand kriegt sehr, sehr oft null Schaden. Sand ist tot. Alle sofort stehen bleiben. Alle sofort stehen bleiben. Ich alle sofort stehen bleiben. Haltet mir den Rücken. Nimm das! Das ist... Das alle sofort stehen bleiben! Die sind ganz schön hart. Das überleben wir nicht lange. Wen haben wir denn da? Das war's. Tut mir leid. Die machen uns platt. Das ist aber übel. Wir rasten uns nochmal voll. Habe ich Rindenhaut. Nee, habe ich nicht. Könnt ihr den Lähmungsbolzen mal probieren. Oder die Durchdringungsbolzen. Ich glaube, das probiere ich mal. Wir müssen einfach mehr Schaden machen. Dieser arme Kerl. Jo, bam, 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 bam. Ihr seid also Werwölfe. Da, da, da. Ich sehe gerade, das macht keinen Schaden. Also würde ich sagen, greife ihn mit plus 2 Bolzen an. Alle sofort stehen bleiben! 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 Oh, wir haben Gesellschaft! Ich nehme mein Haus! Alle sofort stehen bleiben! Alle sofort stehen bleiben! Ich muss Kläger mal am Leben halten. Alles klar! Alle sofort stehen bleiben! Nimm das!
Bleib mir vor Green. Oh Mann, weiß nicht, ob wir das überleben. Oh, stirb doch endlich. Heimer Kelga, er hat's notwendig. Haltet mir den Rücken frei! Mehr nicht. Nimm das! War das schon alles? Hier, schwere Wunden heilen. Kritische Wunden heilen auf ihn. Haltet mir den Rücken frei! Benutzt das Ding jetzt mal. Nimm das! Haltet mir den Rücken frei! Kelga ist nämlich der Tank, er muss 4 aushalten. Haltet mir den Rücken frei! Nimm das! Oh, die Waffe wirkt ja doch, die haben nur hohen Reflexwert. Haltet mir den Rücken frei! Haltet mir den Rücken frei! Nimm das! Nimm das! Haltet mir den Rücken frei! Haltet mir den Rücken frei! Haltet mir den Rücken frei! 42 Erfahrung. Haltet mir den Rücken frei! Nimm das! Nimm das! Haltet mir den Rücken frei! Hölle, Hölle, Hölle! War das in Ordnung? Oh, die hat keine Munden mehr. Ja, das ist schlecht. Das wird jemand bezahlen. Nimm das! Haltet mir den Rücken frei! Haltet mir den Rücken frei! Oh, hören die aus.